Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar ein Opening. Und zwar nicht nur irgendein Opening, nein, nein, etwas wirklich Besonderes. Und zwar etwas, was ich noch nie geöffnet habe. Bedeutet für mich, das ist eine ganz große Premiere. Und heute geht es um folgendes Set. Es geht um Legacy of Destruction, aber jetzt denkt ihr euch, okay, das ist ja nicht Besonderes. Display ist ja schon geöffnet. Genau, das habe ich auch schon. Dementsprechend ist das nicht das Besondere für mich, sondern das hier. Ich habe hier ein kleines Case. Ja, es ist ziemlich klein, aber es ist ein Case. Und zwar... Wir sehen es hier. Was haben wir denn da? Wir holen das mal raus. Und dann sehen wir hier, dass wir hier, eben diese Set haben. Das sind Tuk-Boxen, heißen die. 3 Booster und eine von 5 Sammeltoken. Ja, Leute, das ist neu. Ich weiß, dass diese Token früher nicht enthalten waren. Jetzt sind sie enthalten. Und ihr seht schon, ist was ganz anderes. Hier sind nämlich nur 3 Booster drin. Dafür natürlich, wie gesagt, ne, wir haben hier ein paar mehr davon, was ziemlich gut ist. Und ja, wir wollen mal gucken, wie die so sind. Generell glaube ich, dass pro Case die Verteilung gleich ist, quasi wie beim Display. Aber da es insgesamt mehr Booster sind, gibt es natürlich mehr Secret Rares, mehr Ultra Rares, was natürlich sehr nice ist. Von daher wollen wir das Ganze mal gucken. Und es gibt halt eben jetzt diese Booster. Und ich muss sagen, das erinnert ja sehr an die Special Edition. Und die habe ich immer sehr geliebt. Von daher wollen wir mal gucken, wenn wir das Ganze hier öffnen wollen. Aber falls ihr auch sowas kaufen wollt, dann schaut mal bei meinem Sponsor BA Yu-Gi-Oh! Shop vorbei. Denn dort habe ich das Ganze auch bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und wie gesagt, das könnt ihr dort ebenfalls kaufen. Und falls ihr irgendetwas kauft, zum Beispiel eben sowas oder Displays oder Einzelkarten, dann bekommt ihr, wenn ihr 20 Euro einkauft, versandkostenfrei. Was schon mal ziemlich nice ist. Und gerade eben bei Displays oder so. Das ist ja sofort erreicht, also von daher ganz einfach. Aber nicht nur das, denn wenn ihr regelmäßig dort kauft, bekommt ihr Rabatte in Form von Treueprozente. Bedeutet also, die Produkte werden nochmal günstiger, sind noch günstiger, als sie so schon sind. Und wie gesagt, sie haben alles. Nicht nur Yugi, auch Pokémon oder ähnliches. Also die haben alle TCGs, die es gibt. Und natürlich auch Yugi, was natürlich sehr wichtig ist. Aber wie gesagt, nicht nur original verpackte Produkte, sondern eben auch Einzelkarten und natürlich auch immer die neuesten Produkte. Bedeutet also, falls ihr was Neues haben wollt, wie zum Beispiel auch im Light of Destruction, was als Reprint kommen sollte, kommt, also nicht nur sollte, kommt auch, dann schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, BA Yu-Gi-Oh! Shop, für mich, unterstützt mich, kauft da, wäre sehr, sehr nett. Und jetzt wollen wir hier sehen, wie es ist, hier so ein Ding zu öffnen. So, ich bin gespannt. Es sind erstmal, oha, es sind ganz schön viele, muss ich sagen. Es sind wirklich viele. So, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele sind das. Es sind 12, krass, 12 Stück. Da bin ich mal gespannt. So, wir gehen mal zur Seite. Gehen hier ran. Und ja, Leute, ich habe dazu gelernt, meine Playmat ist diesmal schlicht gehalten, um genau zu sein, ohne Motiv. Jetzt kann sie eigentlich nur noch scharf stellen auf eben die Karten. Und ich sehe gerade, gar nicht so leicht, hier ranzukommen. Na? Oh, praktisch. Ist hier so drin. Ich mache immer, ja, scharf stellen. Steht sogar scharf direkt darauf. Ja, ist hier mit so einem Ding drin, damit die nicht verrutschen und nicht hin und her wackeln. Finde ich nett. Finde ich sehr gut. Und was haben wir dann da? Was haben wir denn da? Spielmarken Yugi. Ich weiß jetzt nicht, welcher Token besonders selten ist. Ich weiß, dass einer sehr selten und sehr beliebt ist. Ich glaube, Yugi war es aber nicht. Wir haben 3 Booster. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein in eben diese 3 Booster. Fangen wir an. Und zwar einmal musikalisches Konzert. Musikalische Allgemeinkarten, die ziemlich stark sind, aber da nicht ist. Dann natürlich Momento. Ein Deck, was gerade mit dem nächsten Set natürlich kommt. Ja, und oh, die erste Minerva direkt. Minerva nehmen wir natürlich mit. Wollen wir Lichtverpflichtete? Ja, Minerva, die nehmen wir doch direkt mit. Aber natürlich, ne, Tempai auch am Start hier, ne. Ist ja sozusagen das Debüt. Also das Debüt von eben Tempai. Und Tempai natürlich 10 von 10. Zumindest auch auf Events technisch. So, weiter geht's jetzt hier. Wir haben die Hexe. Wir haben zwei. Oh ja, wir haben hier. Oh, Weg, wo ein Wille ist. Und das ist eine Karte, die habe ich dir auch vorgestellt, die interessant ist. Glaubt mir, Leute, diese Karte solltet ihr auf den Schirm haben. Das ist gerade, wo Set Rotation existiert, eine Karte, die interessant sein kann. Dass man sich einfach sagt, ey, ich brauche noch eine Vielzahl mehr, nimmt man die. Nicht schlecht. Also da muss man gucken, Karte ist wirklich nicht schlecht und vor allem auch Going Second nicht schlecht. Also eine Karte, die man eben auf den Schirm haben sollte. Und Centurion, ja auch dann. Centurion, muss man ja sagen, sind Karten, die, ja, also das Deck selber hat dann in letzter Zeit dann doch nicht so viel performt. Und jetzt möchte er das hier haben, aber wir sagen, nein, du nimmst hier das musikalische Konzert, den Dai wieder, Momento und, Code der Seele, wird vielleicht auch irgendwann Shudra, bestes Monster und Ausradieren. Eine der neuen Karten, die ebenfalls sehr, sehr gut performt haben. Ich meine, die haben die Deutsche Meisterschaft gewonnen quasi. So, fertig. Nächstes. Dann müssen wir schon ein bisschen Zeug legen. Ja, das geht aber. Es geht echt gut. Also das Rausgehen geht gut. Und was haben wir hier? Crawler.
Crawler mit antiker Antrieb. Gefällt mir. Jetzt haben wir Yugi und Crawler. Ey, das ist nice. Das gefällt mir wirklich sehr nice. Also ich weiß natürlich nicht, was dann so die Zukunft bringt, also vom Token her. Und was mir auffällt, die sind in Englisch. Das ist auch sehr interessant. So, gehen wir hier weiter rein. So, wir gehen hier rein mit... Oh, Bacher. Bacher natürlich super gut. Und all oh, lichterlicher Drachling. Drachling ist hier am Start. Nehmen wir natürlich mit. Drachling. Sehr gern gesehen. Ja, allgemein Lichtverpflichtete. Oh, ich mag, dass sie neuen Support haben. Natürlich schade, dass sie nicht ganz oben mitspielen können. Aber ich mag es auf jeden Fall, dass sie eben jetzt neuen Support bekommen haben. Und Kampfwaches Echos. Boah, ist jetzt nicht das, was man haben möchte. Aber wir ziehen ja schon viele Ultra-Wears, ne? Wir haben schon... Ne, wir haben okay, zwei. Also im Schnitt sollten jetzt ein paar mehr drin sein. Also normalerweise ist ja mit Display 4. Ich glaube, hier ist der Schnitt quasi 6. Ja, okay, Glut in Asche gelegt. Das ist auch die Frage, ne? Ein Asche gelegt müsste jetzt von der Theorie her, also von der Theorie her, müsste in Asche gelegt jetzt durch sein. Also keinen Support mehr bekommen. Kann aber natürlich immer sein, dass da noch eine Welle kommt. Und wir haben, oh, Yugi, nochmal. Ja, mit, ich habe den Namen vergessen. Mit hier, ich habe den Namen echt vergessen. Hier mit ihm auch, aber den OG. Ich habe jetzt echt den Namen vergessen. Das ist ja peinlich. Nee, das kann ich jetzt hier nicht auf mich sitzen lassen. Ich habe es auf der Zunge. Gandora, genau. Gandora ist das im Hintergrund. So, so nicht hier. Ich lasse mich da jetzt nicht hier von sowas hier aus dem Konzept bringen. Dann haben wir das Reptil. Und, oh, Apparat Trio. Ey, was ist das? Ah, wir kriegen hier nur die? Okay. Also, man kriegt mehr als vier. Ja, aber irgendwie jetzt jedes Pack eine ziehen. Ist dann doch ein bisschen komische Verteilung. Wir hatten bisher jetzt, wir haben jetzt halt, wie gesagt, ne, das sind nur drei Booster. Bisher immer ein Ultra Rare. Und, eine Super Rare, ja. Nochmal. Okay, das ist die gleiche. Grabfinder, Jubel. Stimmt, da gibt es ja auch Thron drin. Allgemein, Legacy of Destruction. Ein durchaus sehr gutes Set, ne. Allein durch Tempai. Tempai wird höchstwahrscheinlich, außer die Verbotsliste sagt was anderes, eben das Ganze. Und, schon auch eine gute Karte. Wird auf jeden Fall noch länger vertreten sein. Jetzt haben wir wieder drei. Okay, also bisher, nice, gefällt mir. Also überlegt mal, wenn man sich jetzt eine Einzelbox geholt hätte, hätte man auf jeden Fall immer ein Ultra-Rare bisher gehabt. Das ist ja geil. Wenn wir dann, wenn wir die Quote halten, jetzt kommt dann so eine Secret-Rare, eine Ultra-Rare, das wäre super. Würde mir gefallen. Und nochmal Yugi. Nee, doch. Nochmal Yugi, den wir schon haben. Naja, okay. Jetzt die Frage, was der seltene ist, aber das werdet ihr mir sicherlich in den Kommentaren eben beantworten. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Und, okay, diesmal fangen wir nicht mit einer Ultra-Rare an, sondern wir fangen mit einer Super-Rare an. Schade, schade, schade. So, jetzt. Ah, vielleicht hier. Okay, der nächste Terminal. Also, wenn es so weitergeht, hat man hier auch... Spielausbruch, okay. Ah, scheint wohl dann... Na, noch nicht. Noch nicht hier den Tag von den Abendloben. Denn noch gibt es hier was. Und zwar, was haben wir hier? Und zwar... Wieder eine Ultra. Wieder ein Ultra. Enger Bund als Ultra. Bisher war der super, ne? Eine Ultra, zwei, drei. Das ist die vierte. Ich glaube, sechs ist drin. Nach der Logik müssten vier nichts Besonderes drin haben. Also vier Sets müssten nichts Besonderes drin haben. Der Rest schon. Ja. Ich meine, passt. Ah, keine Ahnung, wie sie heißt. Dafür würde mir Jan jetzt hier auf die Pfoten hauen. Ich weiß, dass sie Melode spielt. Das ist doch schon mal Anfang. So, und was wir auch einen Anfang haben, ist... Oh, die Secret! Gandora G, der Drache der Zerstörung. Schöne Karte. Ja, nehmen wir doch. Ja. Und dann, ja, der Chondra dachte sich, ganz ehrlich, nee. Der wollte nicht. Der ist RIP. Also, der ist wirklich komplett RIP. Also, kannst du komplett knicken. Ha, knicken. Er ist geknickt. Nicht so die Ohren hängen lassen. So, ey, Secret auch jetzt hier. Also bisher macht Spaß, die Packs zu öffnen. Also ist super. Goblin. Nehmen wir mit. Und nochmal hier. Und so guter Letzt, das zweite. Aber jetzt ist eigentlich egal, was wir ziehen. Wir haben das Secret hier rausgezogen. Von daher ist das schon sehr, sehr nice. Und wir haben... Na, na, super. Ist das so das Muster? Ich glaube, ich finde ein Muster hier. Ich glaube, es ist immer eine Ultra, eine Secret. Und dann das Ganze. Wäre super, ne? Wir könnten auch noch... noch ein neu. Ich dachte gerade, da steht Token. Aber steht Token. Ey, die Token gefallen mir sehr gut. Ich finde allgemein offizielle Token sehr nice. Leider jetzt sind hier... okay. Ja, ich finde es noch geiler, wenn die halt so Angriffswerte und so haben. Hier jetzt in diesem Fall nicht.
Nein. Wir haben eine Quarter. Okay. Das ist huge. Jetzt die Frage, was für eine? Was für eine Quarter? Okay, Leute. Ohren zum Halten. Okay. Okay. Pandra. Und. Oh, glänzender Sarkophag. Und er glänzt aber auch anders. Er glänzt aber auch anders. Ui. Warte mal, das ist das, die erste Karte hier drin. Okay. Also mit der Quote erhöht sich die Packs natürlich. Das ist doch schön. Noch eine Quarter dazu. Warte, dann haben wir Secret, Quarter, Ultra. Ey, das gefällt mir. Gefällt mir. Und, Spiegel. Gefällt mir. Melodisch haben wir auch gleich komplett. Natürlich, ne? Man muss natürlich sagen, glänzender Sarkophag ist jetzt nicht unbedingt die Karte, die du als Quarter ziehen möchtest. Throne wäre krass gewesen. Der neue, auch Minerva, Centurion, Omni-Negate, Lichtverpflichtete, Diabelstar, Illusion. Also gefühlt eigentlich fast alle außer das. Aber, I mean, nimmt man mit. Das ist immer das, was ich sage. Marshmallow. Nimmt man halt eben mit. Also bisher, krasse Packs. Also in jedem Pack bisher ein Highlight. Also in jeder so einer Box. Macht ja richtig Spaß. Also wirklich Spaß. Und, Token. I mean, Token nimmt man mit. Es ist for free. Das Ding nimmt man das mit. Weil man holt ja eigentlich das Booster nur. Und wir haben. Oh, Secret Rare. Schweigsamer Magier 0. Okay. Die Yugi-Karte. Auch da natürlich. Nicht die Secret Rare, die man haben möchte. Ich suche eigentlich noch. Hier, Illusion Lehrling. Aber mal gucken. Vielleicht ziehen wir die ganze noch. Weil die brauche ich noch für mein Dings, für mein Illusion Deck. Beziehungsweise für mein Chimera Deck. Hat ja auf der National auch sehr gut performt. Hat auch den einen oder anderen Top geholt. Von daher, ja, wäre geil. Oh, jetzt haben wir direkt geskippt hier zum Fusionswunder. Ja, auch nice. Das spielen wir auch mit dem einen oder anderen Deck. Okay, hier auch. Bisher Highlight. Entweder wenn die anderen. Okay, wieder eine Secret. So, jetzt haben wir schon zwei Secret. Ich weiß halt nicht, ob die Quarter zusätzlich zählt. Oder ob die. Oh, der Token ist drin geblieben. Ob die zusätzlich zählt. Oh, schon wieder sie. Oder ob das halt immer Standard drin ist, dass sie eine ist. Das weiß ich natürlich nicht. Da muss ich auch zugeben. Das habe ich noch nie verstanden. Auch bei Starlight Rares oder so. Die ersetzen anscheinend ja nicht einen Slot, aber irgendwie manchmal schon. Und, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und wir haben wieder eine Ultra. Also. Auch hier. Gutes Pack. So, dann müssen die letzten vier entweder komplett öde sein oder es ist immer schön. So, und wir haben hier. Super Rare. Ey, dann finde ich aber die. Also, wenn immer eine Ultra oder Secret drin ist oder eine Quarter sogar, dann sind die ja ultra krass, die Boxen. Also, ultra krass. Und dann. Goldstolz. Dann kommen sie auch sehr in die Special Edition ran. Ich muss zugeben, die Special Edition haben mir früher immer sehr gut gefallen, ne? Allein natürlich die Promokarte. Nochmal Crawler. Die Promokarte war immer natürlich 10 von 10. Jetzt haben wir hier Tokens drin, was ja quasi die Promokarte ist am Ende. Finde ich eigentlich auch gut. Also eine gute Lösung hier, die man dann gefunden hat. Hier zu nehmen und, super rare. Oh, ja, ja, stimmt. Jetzt haben wir hier das erste Pack, was vielleicht hier kein Highlight drin hat. Aber Leute, wir suchen hier. Wir werden es eh öffnen. Also von daher ist es interessant. So, was haben wir denn hier? Und zwar. Oh, okay. Es könnte sein, dass wir jetzt hier eben das erste Pack haben. Ach Quatsch, ist noch das dritte. Wenn hier Secret oder Ultra drin ist, dann ist ja eh. Das ist ja ist trotzdem ein gutes Pack. Was haben wir jetzt hier? Und. Okay, wir haben das erste Pack, was nicht hittet. Aber ich weiß halt nicht, wie die Verteilung exakt ist. Ich glaube mal, wir haben ein. Zwei Secrets, eine Quarter und 1, 2, 3, 4, 5 Ultras. Ich meine aber noch, dass da immer noch eine Ultra drin sein kann. In der Verteilung. Ich meine, das sind, was waren das, 12 Boxen, 12 mal 3, 24. Ja, sind es eineinhalb Displays. Das heißt, ja, wir müssten drei Secret Rares ziehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die ersetzt. Drei Secret Rares und 6 Ultras sind dann ja. 9 gute Packs. 9 gute. Nochmal ihn hier. 9 gute plus. Wenn eine Quarter hier auch noch drin ist, dann haben wir wirklich. Das ist voll krass. Da sind hier nur 2 Ultra. Da ist sie. Dann haben wir ja wirklich nur 2 Packs. Also 2 dieser Duke-Boxen hier dann. Die dann eben nur Super Rares enthält. Der Rest dann immer eine Ultra oder eine Secret. Ist ja voll geil, ey. Dann lohnt sich das ja richtig hier in Super. Dann einfach immer, also wenn man 3 Stück kauft, also dreimal diese Tuchboxen, maximal, hast du garantiert einen Hit.
was gut ist. Oder wenn du Glück hast, sogar drei Hits. Also ist ja krass. Gefällt mir. Und, Antikantrieb. Und hier schon wieder komplett. Ja, große Kamoulage hier. Goblin-Biker haben hier die Kamoulage gemacht an der Karte. Naja. Ist ja das Schöne, dass die Holos immer in der Mitte sind und nicht eben ja, hinten. So, was haben wir hier? Und oh, Yugi nochmal. Gibt es nicht auch Kaiba? Ich glaube, Kaiba ist der Seltene. Oder ist Yugi der Seltene? Ich habe keine Ahnung. Leute, ich... Da hätte ich mal... Oh, nein! Ja, okay, also, Diabellstar ist Illusion. Ich wollte Illusion, ich kriege Illusion, aber es ist leider nicht Ausbildungslehrling, die ich halt gerne gehabt hätte. So, also... Oh. Nice, okay. Dann zählt die Quarter nicht zu den Secret Rares dazu. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Das heißt, das gehört dann nicht... Pendelhexe. Oh, welche Nummer ist die? 98. Die ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ja, wahrscheinlich aus gutem Grund. Und hier nochmal. Alter, wir ziehen aber auch. Ich muss sagen, so von den Rarities, nice. Aber natürlich, jetzt die teuren Money-Karten ziehen wir jetzt noch nicht aktuell. Und kein Throne gezogen oder ähnliches. Aber bisher super. Also bisher nur ein Pack. So, nach der Theorie, nachdem wir haben, müssten hier nur Super Rares drin sein. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob hier nur Super Rares drin sind. Auf jeden Fall haben wir nicht den Token, hatten wir schon. Ich wollte sagen, wir haben dafür einen neuen Token. Leider nicht. Okay, man merkt schon eine Doppelung der Token auf jeden Fall. Aber so der anderen Tokens. Manche sind seltener, das merkt man auf jeden Fall. Und jetzt, ja, haben wir. Kamera fokussiert jetzt von alleine. Und zwar, super. Okay, also das war ja zu erwarten. Wie gesagt, ich erwarte jetzt hier eigentlich nur Super Rares drin. Nach der Normalverteilung. Aber ey, guter Schnitt. Gefällt mir. Gefällt mir, auch wenn wir den wenn wir den Lehrling nicht gezogen haben. Was natürlich schade ist. Noch eine Super Rare und komplett gecrashed, ey. Das ist ja auch komplett Minus. Und zu guter Letzt hat sich meine Theorie bestätigt. Hat sich meine Theorie bestätigt. Und wir haben, ja, okay, perfekt. Ja, Leute. Falls ihr wissen wollt, ey, was hat es sich mit diesen mysteriösen Tube-Boxen auf sich? Naja, es ist quasi wie eine kleine Special Edition. Man bekommt halt drei Booster des Sets und ein Token, was sehr nice ist. Also, das finde ich wirklich nice. Wie gesagt, ich finde Token immer nice. Und wenn man dann halt Auswahl hat, wenn man sieht hier, also man hat eine Häufigkeitsverteilung auf jeden Fall. Wir haben Yugi, den... Krass. Also, ich weiß, es gibt doch fünf verschiedene, ne? Ja, es gibt fünf. Wir haben alle fünf gezogen. 2, 2, 2, 2 und aus dem Grund haben wir 4 gezogen. Aber ich bin zufrieden, ne? Hat man jeden doch gezogen. Das ist schon mal nice. Und wie gesagt, falls ihr euch fragt, was hier mit den Tube-Boxen auf sich hat, wie funktionieren die? Jetzt habt ihr es gesehen. Also, es sind 12 Tube-Boxen, ein Case drin und dort drin sind eben garantiert, also so generell Verteilung. Garantiert ist das falsche Wort, generell Verteilung. Also im Schnitt. Es kann auch mal sein, dass eine Ultra mehr zieht, eine Single Rare mehr zieht, aber auch eine weniger. Aber im Schnitt zieht man dann also 6-mal eine Ultra Rare, 2-mal eine Secret Rare und ich hatte jetzt Glück, eine Quarter noch mitzuziehen. Ist, glaube ich, nicht garantiert dabei. Ja, und dann habt ihr halt 2 dieser Tube-Boxen, die dann halt dementsprechend natürlich dann hier eben nicht so haben. So, was haben wir hier Highlight? Natürlich die Abelster, dann welche die Ultra Rare Karten. Wie gesagt, und dann haben wir natürlich hier eine Quarter Secret. Also, ich glaube, dass, also, dieses Opening möchte mir etwas sagen. Dieses Opening möchte mir sagen, entweder spielst du jetzt Lichtverpflichtete, mein Lieber. Oder du spielst The New Yugi Support. I mean, 3 Secrets von eben neuen Yugi Support. Plus den Sarkophag in Quarter. Ich glaube, das Spiel eben möchte mir was sagen. Also das Spiel, das Opening möchte mir was sagen. Und dann haben wir eben nochmal, ja, nochmal hier die anderen. Auch nochmal Yugi. Und dann nochmal Illusion. Nicht, leider nicht. Der Auszubildende Zauberin. Ärgert mich ein bisschen, die hätte ich gern gehabt. Ach nee, die heißt nicht Zauberin, sondern Lehrling. Albtraum-Lehrling hätte ich halt dann doch gerne gehabt. Aber man kann natürlich nicht alles haben. Das kann ich abschließend sagen. Ja, zum normalen Display, ich muss sagen, ist eine gute Abwechslung. Und falls man sagt, ey, ich habe keinen Bock, hier so ein ganzes Display zu kaufen, ist so eine Box ziemlich nice. Erstens, Token, schon mal gut. Vor allen Dingen, wenn dann halt einen guten Token ziehst, der dann halt irgendwie auch noch ein paar Euros geht, hast du auf jeden Fall schon mal ein paar Euros drin. Und dann eben, wie gesagt, also ist es schon sehr unlucky, wenn du eben keine Ultra oder Secret Rares ziehst. Und wenn das Set natürlich sehr gute Ultra Rares hat und sehr gute Secret Rares hat, perfekt. Also,
Ist schon nice. Habe ich noch nie geöffnet, aber gefällt mir, wie ich es geöffnet habe. Und falls euch das Ganze natürlich auch gefällt, wie gesagt, schaut bei meinem Sponsor BL Yu-Gi-Oh! Shop vorbei. Würde mir sehr helfen, wenn ihr dort kaufen würdet. Unterstützt mich. Ob ihr es bei einem anderen Händler kauft oder bei dem, ist ja egal. Also von daher könnt ihr auch einfach da kaufen. Würde mir eben, wie gesagt, sehr viel helfen. Link auch unten in der Videobeschreibung und natürlich oben als Kommentar angepinnt. Und ich würde dann sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.